So, willkommen zurück bei DayZ Standalone und wir befinden uns immer noch in der Challenge mit der Community. Wir sind hier auf, wie heißt die nochmal, Scalisti Island oder so? Ich bin mir da nicht mehr so sicher, auf jeden Fall in die Richtung. Und wir sind gerade auf dem Weg in Richtung Burg von hinten. Denn wir vermuten da eindeutig Gegner. Nur ist die Frage, ja, ob die uns auch hier vermuten. Ne? Also hier nochmal die Serverliste. Ne? Kann es sein, dass wir welche vom Ruhr-Clan weggepustet haben? Guck mal, die sind auf einmal weg vom Server. Vom was? Vom Ruhr-Clan. Vom Ruhr-Clan. Mhm. Den haben wir ja schon mal öfter gespielt. Den alten Banausen. Wir müssen eigentlich hier auch weiter lang. Ne? Naja. Okay, wir nähern uns der Burg. Also nochmal zusammengefasst, die letzten beiden Episoden zwei Spieler weggeholt. Bronze hat da richtig gute Arbeit geleistet und der Curry auch. Ich stand da ja eher passiv bei. Wir mussten vor in der letzten Folge zünden und der Typ hat uns Gott sei Dank nicht bemerkt, sonst wären wir tot gewesen. Hat er eine Mosin, der andere hat ja auch eine Mosin. Aber an der Burg, wo wir uns gerade hinbegeben. Weiter links kommt. Ja, links da, genau. Wenn du da jetzt hochläufst, da ist auch nichts mehr, Bronze. Ja, aber weiter hier, ich meine immer schön hier in der Deckung. Ja, ja, hier der die Bäume, also. ja, klar. Das ist ja klar. Dort befinden sich auf jeden Fall Spieler, vor allem einer mit einer AK, der die ganze Zeit da rumsprayt. Die Leute nach wegholt. Wir wissen nicht, wer das ist und ob er immer noch da ist. Der hat zu Beginn der Folge, also zu Beginn dieser Session, den Leno weggepustet. Und der Leno konnte sich nicht wehren, aber ist Gott sei Dank, also für ihn dann, sonst hätte er sich umso mehr mit der Kopfnuss rausgeflogen. So, jetzt sind wir in der Zone, wo es wirklich ja, jetzt ist nämlich auch Moment vorbei sein könnte. Jetzt hört der Wald auch hier auf. Kannst du da irgendwas sehen, Curry? Nee, ne? Warte. Guck auch mal mit dem Fernglas, Curry. Bronze, du musst uns covern wieder, ne? Naja, ich cover euch hier von vorne. Also ich guck gerade auf die Burg, Curry, und ich sehe nix. Auf dem Weg ist nix. Weißt du, Curry, ne? Ganz oben rechts da, weißt du? Ja, ja. Könntest du natürlich auch ein bisschen da hinten noch mit nix abdecken, Dennis oder so. Ich gucke aber jetzt aber auch links noch mal ganz hinten kurz so. Das ist natürlich jetzt das Ding, okay, ne? Wenn jetzt hier einer irgendwo steht und der läuft uns jetzt hier quasi in die Arme, dann ist da natürlich auch ein bisschen Glück dabei, sage ich mal, wer wem eigentlich in die Arme läuft. Ne? Könnte jetzt hier hinter jeder Tanne oder in jeder Tanne einer sitzen sozusagen. Also ich gucke auf das Häuschen, da ist nichts. Schuss links. Was? Ja, Schuss links, ja. Was war das für einer? Ja, AK, ne? Also pass auf, ich hätte eine Idee, was wir tun könnten. Seht ihr das Haus vor uns, direkt vor uns, so auf 12 Uhr, dieses braune, graue Haus da, was es da ist? Da hoch, direkt bei der Burg. Da könnten wir uns hinpositionieren. Direkt bei der Burg, wie willst du... Ja, wir kommen nicht näher an die Burg ran. Wir können es gerne noch versuchen, über die Wälder. Vor uns sind noch ein paar Tannen. Wir können jetzt links gehen, Curry, vielleicht links. Hier links, guck mal hier links rüber, oder? Guck mal. Ja. Warte mal, hier ist so eine Dings, hier ist noch so eine Ruine, ich gehe da mal rüber. Komm mit, komm, Curry. Ja, das ist zwar offen hier, aber... Wir können uns das ja mal ansehen. Ich hab ja auch einen Schuss von links gehört gerade, oder nicht? Oh ja, müssen wir natürlich aufpassen. Hier kommt Gewege mal hier rüber. Aber der war weiter weg, Curry. Ob hier jemand sitzt, Mann? Der war weiter weg. Aufpassen. Hier wirklich jetzt aufpassen, ne? Ja, wir gehen hier bietet natürlich auch hier... Also eigentlich auf der ganzen Insel aufpassen. Ihr könnt überall sein. Also hier sind, wie gesagt, der Server war wirklich leer, wo wir hier drauf gekommen sind. Es waren zwei Leute da. Sagen wir mal, zwei Leute bleiben hier. Oder es joinen fünf nach den zwei, dann sind immer noch 35, dann ziehst du dir uns drei ab, dann sind es 32 Leute, die gegen uns kämpfen. Denn der Server wurde ja bei Facebook gepostet und die joinen immer alle nach. Beim Leuchtturm die Action abgeht, ne? Wenn der von links kam, der Schuss. Also ich habe den links eingeordnet, Bronze, und du? Ich habe das nicht gehört, den Schuss. Aber zum Leuchtturm runter wollten wir jetzt nicht nochmal. Nee, wir müssen unbedingt zu der Burg dahin. Da irgendwas. Oh, nix. Krass, ne, dass hier überall Spieler sind, aber du einfach keine Sau siehst. Ja. Okay, Leute, wir müssen die Burg jetzt langsam mal einnehmen. Ja. Da bin ich auch dafür. Aber wir müssen hier rüber, ne? Langsam aber sicher, ja. Wir müssen echt jetzt hier irgendwie eine Stelle finden. Wir müssen eigentlich jetzt hier rüber rennen, Leute. Okay, 3, 2, 1, go. Komm, Leute. Zack, 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 zack. So länger wir überlegen, umso... Da am Schuppen sind die Türen auf. Okay. Wow. Ah, die sind nicht auf uns. Die sind nicht auf uns. Ist nicht. Weiter. Nee, der Wahnsinn da oben ballert wieder rum. Ja, wir können ihn lokalisieren damit. Okay, warte mal. Wir sind jetzt wieder gleich im Schutz der Wälder. Das ist okay. Ja, wir können einfach durch jetzt hier. Der ist auf jeden Fall immer noch oben auf dem Turm, ey.
Jedenfalls einer, ne? Auf dem Turm nicht. Der ist bestimmt nicht alleine, ey. Ja, also einer, ne, wie gesagt. So, jetzt müssen wir aufpassen. Die ganze Zeit schon aufpassen. Aber richtig aufpassen. So richtig aufpassen. Ja, mal gespannt, ob wir das Ding einnehmen können, ey. Wir müssen diesen Verrückten, wir müssen echt warten, bis der nochmal schießt. Das wird jetzt eine Geduldsprobe, Leute. Ja, wir müssen abwarten. Ohne seine Position. Das heißt Position, ja trotzdem nichts, der wird sich ja bewegen. Ja, ja, nee. Ich glaube, der, also. Ich glaube schon, dass der sich irgendwo hingelegt hat. Nicht nur nach vorne, warte, bis gucken, jemand kommt. Nee, auch nach links und rechts. Oder hinten. Immer so ein bisschen wechseln. Den Penner finden. Wobei der uns natürlich auch eine Hilfe ist. So gesehen. Okay. Jetzt sind wir hier bei dem Weg wieder. Wo ist das Häuschen, das ich vorhin vorgestanden habe? Das ist noch weiter hoch. Okay, da wollen wir hin, Leute. Und dort warten wir ab, bis er nochmal schießt. Okay? Ja. So, ob wir den Hang hier hochkommen, ist die Frage. Ja, jetzt entscheidet sich's, ne? Ob hier jemand ist. Weil wenn jetzt hier jemand ist, hat er die optimale Voraussetzung. Dass man immer noch nicht da hochrennen kann, ne? Das sieht so bescheuert aus. Macht ihr mal, ich decke euch mal von hinten. Ja. Komm, Bronze, komm, direkt jetzt nach Bronze. Warte, wir wären schon links tot, wenn da jemand wäre. Oh, Alter, der ist hier links. Boah, die ballern sich da gegenseitig über den Haufen, Mann. Okay, gut, kein Problem. Lass die machen. So, der sitzt links von uns. Ja. Wir müssen seine Schüsse mal sehen, damit wir den echt zuordnen können. Okay, ich bin rechts von euch. Ja, okay. Curry, ich schätze, er ist direkt links von uns. Ja. Aber ich sehe da jetzt nichts. Warte, bis er nochmal schießt. Ich glaube, dass er da irgendwo in den Mauern ist, ey. Warte, bis er nochmal schießt. Wir haben hier gute Deckung eigentlich. Weil links und rechts von uns sind Büsche und hinter uns ist die Felswand. Ja, aber ich glaube, der ist immer noch, der ist innerhalb der Mauer, oder? Stopp. Oh, wer hat da geschossen? Direkt hier bei uns. Ja, das war aber gerade auch der Typ. SKS war das. Das war eine SKS, ja. Bronze, du müsstest mal in das Haus und dann durchs Fenster gucken. Alter, das ist Bronze, Mann. Ich bin im Haus, ja. Okay, leg dich oben ans Fenster und spotte. Wir sind gegenüber. Guck auch mal nach hinten, Curry. Ah, ich kann hier nichts sehen. Ja, einfach hinlegen und abwarten, Bronze, wenn der schießt. Du müsstest die Schüsse sehen. Du müsstest, wenn du aus dem Fenster guckst, leg dich hin, Bronze, man sieht dich mega. Naja, ich gehe hier raus, Mann, das ist nicht gut. Ich kann hier nichts sehen und ich bin hier einfach nur gefangen, weißt du. Ja, aber wir decken dich da, wir sind gegenüber. Naja, aber wenn er von vorne schießt, können wir ja nichts decken. Ich bin mal hier wieder rechts in den Mauern quasi, in der Tanne. Jo. Ist aber auch hinten. Hier, wie der Bronze da unten rumrennt, hat ihn noch keiner gesehen. Naja. Wo seid ihr bei den Steinen, ne? Ja, gegenüber von der Straße. Nochmal schießen. Wir müssen warten, bis er schießt, Leute. Wenn er schießt, müssen wir die Chance nutzen. Aber wie gesagt, SKS-Schüsse waren auch dabei, ne? Ja. Das sind mehrere, ja. Hoffen wir mal, dass der SKS-Schütze nicht unseren Kollegen ausgeschaltet hat, ne? Wir könnten natürlich gleich hier, sagen wir mal, die Burg von rechts einnehmen, ne? Könnten hier rechts runterlaufen und dann wir müssen erst den AKM-Schützen töten. Oder versuchen dann hier reinzukommen langsam, ne? Ja. Ja, genau, ja, das war ja seine Position, wo er uns vorhin angegriffen hat beim ersten Mal. Ja, okay, dann Curry, dann geh mal vor, es bringt vielleicht echt nichts, wenn wir hier die hocken die ganze Zeit. Doch, warte doch mal, du musst, also wenn du eine Deckung hast, dann warte ruhig ab. Hauptsache, du hast eine schöne Deckung, ne? Ja, aber von hier aus würden wir den auch nicht ausmachen, auch wenn er nochmal schießt. Nein, aber wir können ihn hören, wir können uns immer näher anpassen. Wir können ihn hören, aber wenn wir uns dann nicht fortbewegen. Ja, klar, aber wir sollten ihn jetzt auch nicht den frei. Erinner dich dran, immer Geduld haben in Daisy. Dieses Wetter, ne? Ja, wir müssen gleich wieder laufen, Leute, sonst. Oh, ich bin. Alter, ich hab jetzt dunkelrot. Nicht dunkelrot, sondern orange trinken. Ich muss trinken. Komm mal her, Curry. Ja, wir müssen langsam jemanden töten und den Loot. Nee, es bringt ja. Ich hab ja trinken. Probier nochmal, Curry. Probier nochmal, die Kantine. Probier nochmal. Das verstehe ich ja nicht. Es geht ja. Ich hab ja trinken, aber es funktioniert nicht.
Lass mal durchlaufen, warte bis die Dings endet, ich deck dich. Sind die denn, Alter? Kommt nichts, ey. Steht immer cancel current action. Scheiße, Mann. Warum? Was ist das für ein Müll? Was ist das da oben? Warte mal. Oh, okay, stopp, stopp. Okay, lass ihn mal. Ich sehe da irgendwas, aber ich weiß nicht, was das ist. Bleib so sitzen, Curry. Nee, das bringt nichts. Du kannst das auch nicht zu Ende machen. Ich probier's nochmal. Eine Sekunde. Wie, was machst du? Ich weiß nicht, was er macht. Ich soll ihn nicht bewegen, ja? Ich glaube, dass das der Typ gerade war, den ich vorhin gesehen habe am Felsen da. Ich glaube, ich muss den Server mal wechseln, sonst geht das nicht. Es passiert nichts. Hitman. Jetzt will ich jetzt hier echt ausloggen. Ja, aber ich muss ja, sonst sterbe ich. Daisy, du bist manchmal echt. Ja, wie willst du hier wieder drauf kommen? Ich weiß es nicht. Wo ist Bronze jetzt hin? Ansonsten müssen wir gleich einen Rückzug zum Brunnen machen, Curry. Nee, das bringt ja nichts. Das macht er ja auch nicht. Ich habe euch gerade nicht gehört. Am Brunnen konntest du auch nichts trinken. Doch, ich kann ja trinken, aber er macht die Aktion nicht zu Ende. Ja, dann müssen wir dich force feeden, bringt ja nichts. Nee, das bringt auch nichts, hat der Dennis auch gerade gemacht. Es ist einfach mega leck oder so, ich weiß nicht, was das ist. Muss ja lecken. Komisch. Du krabbelst da gerade rum, da mit dem roten Dings, ne? Nee, ich bewege mich kein Stück. Da ist gerade einer mit dem roten Rucksack lang gekrabbelt. War das keiner von euch? Warte, wir waren gerade hier oben. Wir sind immer noch in derselben Position, Bronze. Wir sind gegenüber vom Haus, Bronze. Ja, ja. Hier, Bronze. Siehst du mich, Bronze? Guck hier, QE. Ja, genau, genau. Mhm. Okay, Mann, ey. Scheiße. Ja, ich will jetzt hier mal, glaube ich, rein oder so, ey. Warum, ja, ich glaube, bis der auch wieder schießt, Action, dauert Mann. Zu lang. Wir müssen, glaube ich, mal langsam... Ja. Nachher, wir könnten uns hier, wie gesagt, von rechts sonst nähern, ne? Irgendwie. Wir müssen ihn ja nicht links direkt... Ja, ich versuche mich mal zu balancieren, ob das geht. Ja, vielleicht musst du einfach eine andere Aktion nochmal durchführen. Ja, das geht. Warum geht das? Ja, dann trink nochmal. Dann versuch nochmal was zu trinken. Vielleicht hat das jetzt irgendwie gemacht wieder. Hier direkt vor uns. Hört ihr das? Warte, Dennis, pass auf. Ja, ich guck nur. Ja, Leute, wir müssen uns jetzt dann nähern, oder? Ja, ja, wir machen das. Wir gucken jetzt, ob Curry trinken kann. Jo. Hat geklappt? Jo. Okay, nice. Okay. Der ist direkt... Boah, da wow. Sind, das ist zwei. Das sind zwei Leute. Okay, los, los, los. Die sind direkt vor uns, Mann. Wir müssen uns echt irgendwie annähern. Wir laufen jetzt hier an die Wand. Oh, da, ich seh's. Ich seh ihn. Er ist links, direkt links von uns hier. In der Ecke. Links von uns in der Ecke. Ja, hier rechts. Also wenn du hier einmal rumgehst, dann ist so ein Busch. Können wir den nicht holen? Ich seh den anderen. Du siehst den anderen? Wo ist der? Curry. Ja, wo bist du denn, Bronze? Ich bin hier rechts an der Wand. Können wir den nicht holen, Curry? Ja, ich sehe den nicht mehr. Wir können hier weiter runter, aber ja, hier geht's alles so steil ab, Alter. Bleib hier, bleib hier, bleib hier. Warte, warte, warte. Er ist ja direkt rechts um die Ecke. Also wenn du rechts lang gehst, da ist eine Ecke. Da ist so ein Busch drin. Da müsst ihr da drin sitzen, der ist ja gerade reingerannt. Also hier direkt, wo ich stehe, hinter der Mauer, oder was? Nein, nicht du. Bei uns, hier gegenüber von der Straße. Hinter der Mauer. Außerhalb. Bronze, aber jetzt lauf nicht so viel, du verrätst dich. Bleib einfach mal stehen, Bronze. Ja, ja. Wir müssen warten, bis er wieder schießt und nicht, dass er dich trifft. Weil wenn er schießt... Der Einzige hier. Ja, aber der war das nicht, Dennis, der geschossen hat. Vorsicht, Curry. Ah, ich seh's. Ich seh ihn, okay. Okay, ich cover dich. Okay, und was macht er? Headshot. Hast du ihn? Tot. Super, super, super. Okay, super, super, Alter. Ja, denk dran, das war nicht der Einzige. Jetzt müssen wir hier weg, Leute. Wir müssen jetzt unsere Position wieder ändern. Runter, runter, wir gehen runter, rechts rum runter. Und dann gehen wir rechts rum. Okay, rechts rum, machen wir. Boah, der hat auf, mich gezielt, ey. Kommt hier runter und dann rechts einmal um Berg. Ne? Ja, ja, genau. Dann können wir die quasi umrennen. Ey, einen Schützen weniger. Super, Curry, super, Jungs, super, super Jungs.
War ja dein Verdienst, ne? Schön abgewartet. Ja, es war aber auch echt kurz vor knapp, also hätte er geschossen. Ja, ich stand direkt hinter dir, Alter. Ich hätte dich sofort Vorsicht, gecovert. Leute, wenn da oben einer steht, der hat uns jetzt hier voll im Ding. Und auch runter gucken. Ich guck runter, Leute. Ich geh mal lieber ein Stück weiter runter hier, oder? Jo. Ja, ja. Wie so ein Suchtrupp, weißt du? Alter, da hinten auf der Insel liegt ein Sniper. Echt? Was? Vor uns. Siehst du, am Leuchtturm da, oder was? Ja, irgendwo in die Richtung. Warum hat er geschossen auf dich? Entweder Leuchtturm oder Insel. Nee, aber der hat geschossen aus dieser Richtung, hat man eindeutig gehört. Okay, ich versuch mal. Leuchtturm oder diese Zwischeninsel, meinst du? Ah, da, ja. Ich hab's gehört. Aber war das nicht noch weiter rechts von uns? Ja, es kann ja nur diese Insel da rechts sein. Ah, ich sehe einen. Jo, ich sehe einen, ich muss nur wissen, welche Entfernung das ist. Ist der da auf der rechten Insel? Ja, das ist aber, ja, das müsste der sein, ja. 400 Meter. Krass, ey. Wo denn, Curry? Direkt die kleine Insel vor uns. Ah, ich sehe ihn. Er liegt da, ne? Okay, er zielt auf uns, Alter. Ja, ja. Die wissen jetzt wahrscheinlich, ist bestimmt ein Trupp, die wissen jetzt, dass wir hier sind. Du solltest ihn fallen, Curry. Wow. Hast du ihn getroffen? Ja, er geht in Deckung. Shit. Das sind zwei, das sind mehrere. Leider kann ich dann nicht, nichts erkennen. Ich hab 400. Ja, ich sehe ihn jetzt leider nicht mehr. Wir müssen uns hier gleich absichern, Leute. Curry, ne? Ja. Ich will nur so gucken, ob er sich noch einmal zeigt. Da, okay, ich sehe es. Er läuft weiter rechts runter. Vorsicht, Dennis. Du könntest von oben geholt werden, von der Burg. Ich guck die ganze Zeit nach oben. Okay, er positioniert sich um. Okay, ich sehe es. Oh, wir sind hier echt scheiße, Curry. Ja, wir sind hier mega scheiße, aber ich... Hol den jetzt erstmal. Ich kann den nicht holen. Ja, dann weg hier, das bringt also nichts. Also ich müsste halt warten, bis er sich in bessere Position begibt, ne? Geh mal ein Stück nach links. Ah, da, okay, er liegt da. Wow, fuck! Alter! Was? Ja, auf, steh auf, mich, Alter, steh auf. Ja, ich stehe ja schon. Okay, weg hier. Die haben mich beide komm, im Visier. Wow, die schießen. Okay, lauf, komm. Bewegt eure Ärsche, Mann. Hier. Seid ihr hinter mir? Ja, lass die mal schießen. Boah, Alter, das schlägt ja im Baum ein und so. Wow. Fuck you, Mann. Wow. Das war ein Streifschuss vom Feind. Laufen. Alter, das sind gute Schützen, ey. Muss man den lassen. Im Laufen. Okay, wo seid ihr? Ich bin hinter dir. Ich bin jetzt quasi vor der Burg. Ja, lass mal eben hier bleiben, an dem Felsen. Monster zum Felsen, komm zum Felsen. Alter. Boah. Ja, lass die mal schießen, ey. Bronze, wo bist du? Ja, ich bin bei euch. Ich bin bei euch links. Okay, der Bronze ist oben. Alter! Boah, da hab ich wohl nasse Hände gekriegt gerade, Alter. Als die Kugel kam. Die ist so neben mir eingeschlagen. Okay, was machen wir jetzt? Die werden nicht hier rüberkommen. Ja, nee. Die Burg weiter absichern. Ne? Dort müsste immer noch einer sein. Ja, wir müssen eigentlich noch weiter rumlaufen. Aber es kann auch sein, dass die Mosin-Schüsse den jetzt abgelenkt haben. Der jetzt auch auf dem Weg hier in die Richtung ist, ne? Rechte Seite vergessen wir, ne? Also ja, rechte Seite. Nee, vergiss das mal nicht unbedingt. Jetzt Festland, Alter, da können auch Sniper hocken, ne? Nee, ich meine rechte Seite ist so nicht. Achso, meinst du? Ja, aber jetzt von uns rechts ist ja Festland. Ja, das dann sag ich Berg. Ja, auf dem Berg können auch welche sitzen. Wir sind gerade richtig am Arsch hier. Ja, die Sniper werden jetzt aber auch so schnell nicht hier rüberkommen, ne? Nee, die werden nicht hier rüberkommen. Die denken jetzt, wir erwidern das. Lass einfach. Das ist eigentlich das Gute. Wir können gleich wieder einen Bogen machen und dann können wir uns die wieder vornehmen, weißt du? Weil die halt da bleiben. Ja, aber wir können die eh nicht holen, weil wir können da nicht rüberschwimmen. Ja, aber ich habe ja eine Mosin, Mann. Kann ich ja rüber schießen. Wir bräuchten noch zwei Stück. Okay, Vorsicht, Leute. Jetzt hier waren ja noch Spieler, ja, ne? Guck mal, wie offen wir hier sind, Alter. Guck mal, Bronze rechts von uns, Alter. Links zwei Schritte. Wir müssen hier irgendwie rein oder so, ey. Okay, jetzt haben wir schon mal eine Seite wieder safe. Okay, jetzt geht's rund, Leute. Aufpassen. Boah. Ja. Okay, erstmal in die Mauern hier. 01. Außen safe. Nicht, dass hier jemand sitzt oder so. Ja, genau. Ich guck mal hoch hier. Ja. Hier ist niemand. Oh, das waren wieder die Sniper. Scheinen wohl andere Leute zu sehen. Warte, da müssen okay, die ja hier links von uns sein, oder nicht? Ja. Dann könnten wir die ja theoretisch von hinten jetzt... Wenn die schießen, Alter. Oben herab gucken. Schlagen die Schüsse hier in der Nähe ein? Nee. Weil die müssten eigentlich. Schießen die oder schießen die auf die Küste, Curry?
Ich weiß nicht, worauf die schießen. Das sollen wir mal eben die Burg komplett einnehmen oder absichern? Einnehmen. Nicht, ja, wir können hier, eh nicht bleiben, Bronze. Wir laufen jetzt einmal hier dran rum und dann gucken wir mal. Na, guck mal, wenn wir jetzt hier gucken, dann... Alter, was geht mit denen? Ballert der total um sich, ey. Können wir den nicht irgendwie einmal um ihn herumschwimmen? Nee, wir können gleich wieder nach ganz hinten gehen und dann können wir die erneut angreifen, weißt du? Okay. Ja, wir können dir leider nicht helfen, das ist das Problem, ne? Ja, jetzt sind wir hier wieder hinter der Hütte. Ja, okay, also Vorsicht, hier kann jetzt auch überall einer sitzen. Drinne, ja. Ich gehe da mal rein. Wir müssen hier rechts rum eigentlich. Vorsicht, 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 bei uns rechts könnte direkt einer sitzen. Rechts von dir. Ja, ja. Hier ist niemand, ne? Vorsicht, Vorsicht, lass einen nach dem anderen. Hier ist nix. Muss ja reinstürmen. Aber geradeaus müsste ja eigentlich auch... Also boah, die schießen auf die Küste, Leute. Ja, ich weiß auch nicht, worauf die ballern, aber sollen sie mal machen, ne? Schießen auf Bambis vielleicht. Ja, warte mal. Ja, das ist die Insel. Alter, was geht denn mit dem, Mann? Wie oft kann der denn bitte schießen? Curry, dann lass mal jetzt hier zu der Leiche gehen, wo der andere Typ hier war. Ja, wir müssen eigentlich rechts und links rumgehen. Hier rechts einmal aus und links. Dann lass mal zu der Leiche gehen. Okay, ich gehe links, ihr geht rechts. Oh, yo, sorry. Warte. Bei dir, Curry. Da unten waren wir ja gerade. Alter. Pass auf, vielleicht hat er hier noch irgendwo einen Kollegen gehabt, ey. Ja. Da liegt irgendwas. Ah, ich bin hier. Hier ist eine Leiche, ja. Stimmt. Mhm. Da liegt Fell. Die ist noch voll, ja. Voll equipped, die Leiche. Die könnten wir uns echt mal vielleicht zu Gemüte führen. Alter Bronze. Hier die Leiche. Okay, das ist eine fette AK mit Trommel, Alter. Super, Alter. Okay, ich nehme mir seine Trommel, ja. Ich guck mal, ob er Essen hat. Hat er eine Mosin oder ein Fernglas oder irgendwas, ey? Die Weste und so ist alles leer. Ich brauch unbedingt seinen Rucksack. Wer war denn das? Was denn? Unknown Was Entity. Denn? Ich kann mir seinen Rucksack nicht nehmen, Alter. Ja, das kennen wir ja. Hier kann nicht ich alle. Sein Trommelmagazin nur einer. Nehmen. Okay, ich habe sein Magazin. Ach, das ist eine AKM. AKM ist besser als AK, ne? 74, weiß ich oder? Gar nicht. Ja, würde ich nicht unbedingt sagen. Aber wenn du Trommel hast, ist natürlich super, ne? Ja, Alter, kannst du durchsprayen, bis der Arzt kommt, Mann. Aber die Munition halten, kann ich nicht in die Dings packen, ne? Nee. AKM ich habe noch eine AK-Magazin. Hier, Bronze, hier, pass auf. Nehmt ihr das Magazin hier, Bronze? Habe ich hingelegt. Die ist in der... Go, Leute, go. Wer weiß, wann die Leute wiederkommen. Ja, haben wir. Ich denke mal, die werden jetzt... Alter, worauf schießt der denn? Was macht der denn da, Mann? Ich brauche unbedingt den Rucksack. Ich muss den leer machen. Nee, du kannst den nicht nehmen. Dann nimm mal die Schuhe damit, Dennis. Ja, genau. Schnell. Ich hab's sofort, Curry. Ich bin sofort fertig. Okay, super. Jetzt habe ich noch ein zweites Magazin. Warum kann man den Rucksack nicht nehmen? Kann mein Rucksack auch nicht ausziehen? Ich guck mal kurz hier unten. Ah, jetzt habe ich seinen Rucksack. Wo ist mein Rucksack? Ich brauche noch meinen Rucksack, der liegt hier. Alter, dass wir hier nochmal in der Burg reinkommen, ey. Aber bisher machen wir das super. Aber das ist auch der Vorteil, dass wir nicht so eine große Gruppe sind. Also jetzt nicht wegen der Leute, sondern dass wir halt weniger Ziele bieten, weißt du? Ja, klar. Wenn wir zusammenlaufen, dann wissen wir sofort, der Typ ist ein Gegner und können den direkt ausschalten, so weißt du? Wir müssen nicht tausendmal rumfliegen. Warte, ich höre Schüsse. Sag mal ruhig. Ah, hier, SKS. Von wo? Von der Seite, wo ich gerade runtergelaufen bin, hier links quasi. Also sag mal, also vorne, links, rechts. Hier links ist ja ein Elektro, Loch rechts. Kann sein, dass der Server down nach ist? Nach vorne und dann in Richtung links sozusagen. Okay. Nee, der ist nicht down. Kann nichts mehr machen. Kommt mal hier runter. Kannst du dich noch bewegen, Mann? Bei mir bewegst du dich auf eine Stelle, Curry. Oh nein, Alter. SKS, die müssen wir uns dann natürlich holen. Ich glaube, der Server geht gerade down, Bronze. Vorhin schon gehört haben. Oh shit, Mann, ey. Aber warte, immer mit der Ruhe, Nee, ich glaube, der ist down, das kannst du vergessen. Komm, fang dich, Baby. Komm. Ja, ihr seid jetzt natürlich hier beide irgendwo, ne? Ja. Am Rumstehen. Ich stehe da noch in der Ecke, Gott sei Dank. Naja, ich stehe bei dir auch. Die seid da ziemlich offen hier unten. Ja. Komm, fang dich selber, komm. Ja, das ist jetzt das Problem, ne? Krass, wie die Sniper da hinten rumballern, ne? Ja, Alter, die haben ja da rumgesprayt wie sonst was. Das hatte ja AK-Manieren fast. Ja, auf jeden Fall, hier war jetzt noch die SKS auf der einen Seite. Das ist ja die wir auch schon vorhin die ganze Zeit gehört hatten wahrscheinlich, ne? Ja. Naja, da hat der gerade nochmal geschossen, oder was? Ja, ich hab die gehört, ja. Okay.
Ja, warten wir? Ich weiß es nicht. Wir müssen auf die Meldung warten. Ja, ich sag dann auch mal, wir machen hier ein Folgenpäuschen, liebe Freunde. Und in der nächsten Episode geht es dann weiter, hoffentlich auf diesen Server hier. Wir haben eigentlich ganz gute Ausrüstung. Eine Episode wird es oder zwei noch hier aufgeben und dann werden wir die große Flucht wagen. Das Problem ist, wir haben einen Sniper am Rücken. Ja, schaltet ein. Übermorgen geht's weiter hier auf der wunderschönen Insel. Bis dahin, liebe Freunde. Danke fürs Zusehen. Und hier seht euch an, wie der Curry die ganze Zeit gegen die Wand läuft. Geil. Tong, tong, tong. Bis dahin. Tschüss. So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück. Ja, ihr wundert euch sicherlich. Eigentlich war die Folge ja zu Ende. Doch, jetzt geht sie doch weiter und ich bin ein Newbie. Folgendes ist passiert. Der Server hatte einen mega Desync und wir Genius haben natürlich nicht dran gedacht, uns auf einen anderen Server einzuloggen, die Schritte zurückzugehen und dann wieder fortzusetzen. Deswegen wurden wir beim Einloggen erschossen. Ich hatte aber kurioserweise den Bug oder diesen Mega-Desync, ich konnte nicht mal mich wehren. Ich habe keine Waffe ziehen können, nix. Das war auch bei Major so im Video in Kampf in Elektro, da war das so ähnlich. Da wollte er ja auch die Waffe ziehen und beziehungsweise sich wehren und wurde dann so mehrmals gehittet. Und genau das ist mir gerade auch passiert. Wie gesagt, ich habe versucht, meine Waffe zu ziehen, konnte mich aber absolut nicht bewegen. Und ja, dann war der Tod auch schon da. Ich befinde mich glücklicherweise in der Nähe der Insel. Ich bin in der Nähe von Elektro, oder hinter Elektro schon. Ich werde jetzt einfach mal ein Stück da hingehen, einfach nochmal ganz kurz gucken, was da so passiert. Und dann haben wir die Challenge auch hinter uns. Es geht übermorgen natürlich regulär weiter mit DayZ, denke ich mal. Sollte keine Folge kommen und das Let's Play pausiert sein, dann habe ich das natürlich auf Facebook angekündigt. Aber eigentlich sollte das nicht der Fall sein, weil DayZ macht mir wirklich sehr Spaß. Ist nur sehr ärgerlich, da ich jetzt gerade einen coolen Loot hatte und wir uns richtig, richtig gut geschlagen haben. Was denn? Ich habe hier gerade einen Yuri geboxt. Achso, das war, glaube ich, gerade ein Typ, der war auch neu looten. Wie, bist du tot? Nein, ich habe den getötet. Krass. Hä? Ja, der hatte halt so einen Rucksack und sowas halt, ne? Und eine Schrotflinte. Ich dachte, der hätte jetzt Munition dafür. Auf jeden Fall eine richtig heftige Challenge, muss ich nochmal sagen. Hat unheimlich viel Spaß gemacht. Das Problem war halt, wie gesagt, wir haben uns falsch eingeloggt und so. Da haben wir selber eins auf die umgekriegt. Das war absolut dumm, muss ich ganz ehrlich sagen. Da hat auch keiner von uns dran gedacht. Der Server war dann down und auf einmal sind alle wieder nachgejoint. Ja, man sieht ja hier, der Server ist wieder super voll. Und naja, war auf jeden Fall interessant, dieses Experiment mit der Community. Wir haben drei Leute erledigt und die Szene, wo die Sniper auf uns geschossen haben und wir sind in Kugel ausgerichtet, war auf jeden Fall super krass. Um die hätte ich mich echt noch gekümmert, ey. Gerne. Ja, vor allem ärgerlich ist halt beim Einloggen draufgehen so, ne? Ja, du kannst das, halt nichts machen, ne? Kannst dich nicht wehren. Ja, ich hätte mich ja wehren können, wenn ich meine Waffe auspacken könnte. Ich konnte mich aber nicht bewegen. Ich habe das leider nicht aufgenommen, ey. Das ärgert mich so, weil da haben wir nämlich ja gerade die Abmoderation gemacht. Wir wollten den Server wechseln. Ich habe meine Datei durchrendern lassen. Und dann in dem Moment bin ich auf den Server gegangen und es hat mich erwischt. Naja, da machst du nichts. Die sind auf der linken... Also du bist ja, stehst vor der Insel von Festland aus und auf der linken Seite ist noch so eine kleine Zwischeninsel, dort liegen die. Mosin-Muni. Ich hab Mosin-Muni, jetzt brauche ich noch eine Mosin und dann hole ich mir die Sniper. Fährt aber auch ein Truck, ne? Hier fährt ein Truck? Ernsthaft? Der Major übrigens wieder von den Toten her aufgestanden. Jetzt bin ich erst in Elektro. Ah, ich dachte, ich wäre schon in Elektro. Ja, in Elektro verabschiede ich mich dann auch. In der nächsten Folge geht es dann regulär mit unserer normalen Reise weiter. Mal gucken, was wir tun werden. Wenn ihr Vorschläge habt, dann postet sie doch in die Kommentare unter diesem Video. Ich bedanke mich an alle und für alle, die uns da begleitet haben. Ich kann den Mörder leider nicht danken, ja, weil, sagen wir mal so, er hat einfach Glück gehabt, ja, mega Glück gehabt. Wer weiß, wie das unter anderen Bedingungen gewesen wäre. Aber er hat es geschafft, uns umzunieten. Bronze, bist eigentlich auch tot? Ja, ich habe mich jetzt nicht eingeloggt. Also boah, ich denke mal Glück, nicht. Lock ja, dich ein und töte die alle. Ja, ist natürlich jetzt keine heroische Tat, sage ich mal, dann beim Einloggen da umgenietet zu werden, gerade wenn der Server da neu startet. Was ich allerdings ziemlich fragwürdig finde, wenn der Server wirklich neu gestartet ist, wie er dann da sein konnte, ne? Instant irgendwelche Leute sind und dann irgendwie dann die spawnen. Weil davor war er ja auch nicht da, weißt du? Ja, da war ja keiner in der Nähe. Also er konnte ja jetzt nicht in der Zeit dahin gelaufen sein.
Das weiß man aber nicht, was da jetzt wirklich genau war und hast nicht gesehen und so, das kannst du auch nicht sagen, weißt du. Ja, was aber mich halt nur ein bisschen stört, ist, dass ich kurioserweise irgendwie meine Waffe nicht auspacken konnte. Ich habe die ganze Zeit unten ins Inventar gezogen, dann in die Schnellleiste, ja, und es hat nichts funktioniert. Und ja, der holt Server mich dann weg. Der Server war relativ verbuggt, hat man auch bei Curry gesehen, der nicht trinken konnte und nichts. Also das war natürlich ein bisschen suboptimal vom Server her, aber na gut, dafür konnten ja auch die Leute nichts, sage ich mal. Aber an sich war die Challenge schon ganz cool. Also scheinen ja sich auch die Leute ordentliche Fights geliefert zu haben. Wir haben ja immer wieder Schüsse gehört aus allen Richtungen und so. Und ja, war echt interessant. Was mich halt ärgert ist, wir waren gerade so gut drin, so weißt du. Ja, ja. Absprache war super, wir waren alle ruhig, wir haben gut gekämpft, 3 Leute weggeholt. Schade. Ihr wundert euch sicherlich, warum ich jetzt die ganze Zeit nach Elektro gelaufen bin und jetzt wieder zurücklaufe. Ich werde mich natürlich in den nächsten Folgen wieder ausrüsten. Und ja, dann mal schauen, wie es weitergeht, ne? Der Major wird vermutlich auf seinem Kanal noch eine Hardcore-Version von DayZ starten. Kann sein, dass sie ja schon da ist. Deswegen, wenn DayZ bei mir pausieren sollte, ich kann das jetzt noch nicht sagen, ob das zeitlich, wie das alles klappt, könnt ihr ja da DayZ weitergucken. Ich denke mal, der Bronze und der Curry werden da vermutlich auch mal vorbeischauen. Ansonsten, wenn übermorgen keine Folge kommt, einfach Facebook gucken. Kann sein, dass sie sich verspätet. Oder wie gesagt, wenn es ausfällt, haue ich da nochmal eine Info raus. Ansonsten wünsche ich euch noch einen... Ups, ich laufe schon wieder in die falsche Richtung. Ansonsten wünsche ich euch einen fabelhaften Tag. Danke fürs Zusehen. Macht doch einen Daumen hoch, wenn euch diese Folge gefallen hat. Wenn euch diese Challenge gefallen hat. Und wir sehen uns dann wieder bei der nächsten Episode oder nächsten Challenge. Eure Vorschläge wie immer in die Kommentare unter diesem Video. Bis dahin und habt einen fabelhaften Tag. Ciao mit Y. Mit Y. Mit Y. Vielen Dank an alle, die dabei waren. Muss man auch mal sagen. Vielen Dank. Tschüss.